Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der FIFA 19 Torwartkarriere bei Greuther Fürth, ja. Das wird jetzt ein bisschen interessant, ja, weil wir haben hier den Greuther Fürth-Schal an. Und ich nehme mit Greenscreen auf, Leute. Das ist jetzt so eins der ersten Videos mit Greenscreen. Vielleicht das zweite, vielleicht das dritte, vielleicht... Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich gespannt, wie das dann ist, weil der Fürth-Schal natürlich auch grün ist. Ich hoffe, dass es in einem anderen Grünton und ich hoffe, dass es dadurch, dass es in einem anderen Grünton ist, nicht auch mit rausballert. Wenn ja, dann sieht es ein bisschen kacke aus. Vielleicht lasse ich dann den Greenscreen im Hintergrund einfach eingeblendet. Also ich packt den Greenscreen quasi nicht raus. Vielleicht seht ihr einfach eine grüne Wand hier hinter mir. Aus dem Grund, dass das sonst scheiße aussehe, wenn ich den Schal dann mit wegmache. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir starten hier rein in die Torwartkarriere bei Greuther Fürth. Ja, nächste Folge ist hier am Start. In der letzten Folge rechts oben am i verlinkt. Dürft ihr nicht verpasst haben. Alter, mein Torwart hat ein Doppel-A geschafft, ohne dass ich es selber gemacht habe. In den Torwartübungen. Cool. In der letzten Folge haben wir eine Niederlage in der Bundesliga kassiert, aber haben dafür im DFB-Pokal deutlich gewonnen. Ich bin gespannt, wie das dann heute so läuft. Ich hoffe, dass wir da auch mal in der Liga gewinnen hier, ja. Weil es halt absolut wichtig ist, dass wir jetzt mal Punkte sammeln, ja. Wir sind jetzt nicht absolut schlecht, wir haben ja auch mal gewonnen. Ich glaube, jedes zweite Spiel oder so haben wir jetzt gewonnen. Aber ja, ich würde gern doch ein paar Punkte mitnehmen. Duisburg in echt ja nicht so gut, Fürth in echt richtig gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt in dieser heutigen Folge hier läuft. Wir starten direkt rein, die soll nicht zu lange in die Folge. Ultimativ 4 Minuten. Und wir müssen auf jeden Fall gut halten. Nicht so wie in der letzten Folge. Auswärtspartie auch noch. Gute Voraussetzung, denn die Mannschaft war, glaube ich, auswärts stark. Also Fürth. Wir haben daheim nicht ganz so gut gespielt, auswärts aber schon. Und ich möchte jetzt wieder nicht viel reden, deswegen einfach, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne abonnieren, kostenlos natürlich, würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten, wenn ihr ein bisschen was wissen wollt, welcher Fußballfan ich bin, weil ihr jetzt denkt, oh, Fürth-Schal, der ist bestimmt Fürth-Fan, guckt euch die letzte Folge an, da habe ich kurz ein bisschen darüber geredet. Wie gesagt, unbedingt dann angucken. Am besten nach diesem Video, dass ihr auch die Folge natürlich guckt. Wir kriegen hier den ersten Eckball, weil der Trottel rausgerannt ist. Komm, mach direkt mal was Gutes. Nee. Ja, wir haben gar nichts zu tun bekommen. So kann man natürlich nichts halten. Aber, ja, ich muss sagen, beide waren einfach schlecht, ne? Also, wir haben nicht viel hinbekommen, wobei wir natürlich mehr hinbekommen haben als, die Zebras hier, aber ja, trotzdem beide irgendwie nicht gut. Ich hoffe, das bessert sich in der zweiten Hälfte. Oh Gott, da habe ich jetzt ein bisschen Schiss gehabt. Ein bisschen Pipi in den Augen. Ich wollte erst rauskommen, dann doch wieder nicht. Bin zurückgerannt, nicht ganz zurück. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass der besser aufs Tor kommt. Hätte ich nämlich blöd geguckt, aber er kam ja nicht so geil aufs Tor, von daher. Yay. Jawohl, den können wir halten. Erste Parade hier. Ich mag dieses Spiel gerade nicht, ne? Weil wir haben 70. Minute und ich kann mich nicht mal mehr aufregen wie in letzter Folge, dass meine Mannschaft die Chancen vorne vergibt. Weil es sind keine Chancen da. Und ich kann mich nur freuen, dass ich hier jetzt die erste Parade im Spiel habe. Ich glaube, der gegnerische Torwart hat auch keine Parade, also das ist so die erste insgesamt. Die Perspektive hier ist auch nicht so geil, weil die Sonne richtig reinballert, ja. Also ich bin zwar hier mehr im Schatten als auf der anderen Seite, aber jetzt zum Beispiel sehe ich den Ball so gut wie gar nicht. Wenn die so gerade so an der Grenze sind, Schatten, Sonne, da sehe ich nicht, was abgeht. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und den können wir festhalten. Sehr stark. Aber war jetzt auch nicht zu schwer. Ich hoffe, dass meine Mannschaft einfach mal ein bisschen hier Initiative zeigt, nach vorne geht. Und eventuell wie hier ein super Pass spielt und dann ein Tor macht. Komm, die Chance ist noch nicht vorbei. Ihr habt es so ein bisschen vergeigt. Und jetzt hau den ganz knapp am Tor drüber. Der letzte war der beste. Aber auch der. Ganz, ganz knapp. Aber vorbei.
Ha, das war die erste Chance, ne? So ein Bullshit. Die erste Chance einfach in der 79. Spielminute. Was ist denn los? Ja, sie werden richtig stark jetzt nochmal. Nur noch Duisburg hier an unserem Tor. Die passen sich die Bälle da hin und her in dem Bereich, wo ich nichts sehe. Schon die ganze Zeit. Warum kriege ich jetzt ein Downgrade? Ich habe nichts gemacht. Und ich kann auch nichts machen in dieser Situation. Aus! Scheiße, ne? Das war echt ein beschissenes Spiel von den Fürthern. Nichts nach vorne gemacht, nichts gezeigt. Zum Glück habe ich einen gehalten. Das ist ja immerhin etwas. Einen gehalten und einen pariert. Ich krieg hier ordentlich hier immer plus 1 Springen, plus 1 Beweglichkeit. Ich krieg hier ordentlich Attribute drauf. Ja, machst du nix. Zweites Spiel wird hoffentlich besser. Ja, durch diesen einen Punkt rutschen wir in die untere Tabellenhälfte. Platz 14. Nach 4 Spielen nur 4 Punkte. Magere Ausbeute. Richtig, richtig schlecht. Wir simulieren auch das zweite Training. Lief ja eigentlich gerade ganz gut und ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu machen. Ich bin ein bisschen im Vorproduzierstress und ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt auf ein gutes zweites Spiel, wo wir auch Tore machen. Ja, das ist die Sache. Es bringt mir relativ wenig, wenn ich hier keinen reinlasse. Sofern meine Mannschaft nichts macht, bringt uns das nur einen Punkt. Das bringt uns nicht wirklich voran. Ja, wir spielen gegen Holstein Kiel. Die sind einen Platz über uns. Heißt, wenn wir jetzt gewinnen, ist das schon mal eine echt gute Geschichte. Das wäre echt eine gute, mega coole Sache. Und ja, was soll ich sagen? 3 Punkte. Wir haben sie im Pokal mit 4-0 geschlagen. 3 Punkte wären jetzt auf jeden Fall fresh. So, wie gesagt, 4-0 im Pokal gegen die gewonnen. Also komm, spielen daheim. Auch wenn es jetzt kein Pokal ist, wäre schon ganz nice, wenn wir die schlagen. Auch nochmal an die neuen Zuschauer. Es sind jetzt bestimmt von der Koop-Karriere ein paar von Jan da. Neu auf meinen Kanal gekommen. Egal wo ihr mich seht, wenn ihr mich seht, Leute, sprecht mich an, kommt auf mich zu. Ich freue mich darüber. Ja, das ist nicht so, dass ich vielleicht irgendwie angepisst bin oder was auch immer. Ich freue mich. Bisher hat mich noch kein Zuschauer mal angesprochen. Ich freue mich über sowas. Über das freue ich mich jetzt allerdings nicht. Das ist das 1-0 für Kiel. Und den hätte ich wieder haben können. Ja, wie ich das schon in der letzten Folge gesagt habe, diese Flanken da in die Mitte, da weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Eher den kurzen Pfosten decken oder den langen, das ist immer schwierig für mich. Der Torwart ist auch ein bisschen hässlich gesprungen, also ich in dem Fall. Ich bin anstatt nach links nach rechts gesprungen, warum auch immer. Das war nicht ganz so geplant. Ja, habe ich keine gute Figur dabei gemacht. Ups. Er fasst sie ein Herz und zieht einfach mal ab. Aber den können wir in dem Fall halten. Und den können wir sogar zum Mann bringen. Ich hoffe, das führt das jetzt irgendwie ausgleicht zumindest. Ein Punkt ist natürlich besser als nichts. Aber wie ich das schon vorhin gesagt habe, wir brauchen 3 Punkte gegen Kiel, Junge. Wir haben letztens 4-1 gegen die gewonnen. Kann nicht sein hier. 4-0 meine ich natürlich, nicht 4-1. 4-1 war es in echt. Da war ich auch im Stadion. Da bin ich ein bisschen besser in die Ecke gesprintet. Da habe ich richtig Gas gegeben. Ich hatte schon Angst, dass es wieder so ein Tor wird. Guck mal hier. Richtig reingesprintet und richtig gesprungen sogar in die richtige Ecke. Wow. So ein guter Torwart. ja, aber diesmal kam er nicht aufs Tor. Ja, erste Halbzeit rum. Fürther haben noch keine einzige fucking Chance gehabt. Es ist so nervig. Warum? 0 Schüsse, 0 aufs Tor, 34% Ballbesitz. Die anderen haben 5 Schüsse, 4 aufs Tor und einen drin. Ma, was ist das? Ich renne hin, komm, hol ihn dir! Alter, wie er da so wie so ein Pinguin hinrennen, Alter. Kennt ihr diese scheiß Werbung, diese Kinderpinguin-Werbung? Hilfe! Okay, den haben wir. Zweiten Ball, den wir gefangen haben. Ich habe mega viel Spaß, den haben wir sogar wieder angebracht. Haben dafür plus 1 Längenpässe, plus 1 Übersicht. Wir bekommen hier wieder geile Attributen, die uns absolut nichts bringen. Zumindest gerade bei dieser 1-0, bei diesem 1-0 Rückstand. So ein Abfuck. Die kommen schon wieder den nächsten Ball, den wir halten können. Ja, das war jetzt überhaupt kein schwieriger. Also die anderen waren ein bisschen schwerer als der. Aber
Ja, direkt ein Downgrade, danke dafür, EA. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit und Fürth macht nichts, nichts. In der ganzen Folge bisher nichts gemacht. Ich verstehe das nicht. Jetzt! Jetzt! Oh! Alter! Mann, ich wollte mich schon freuen. Wie kann er so eine Chance vergeben? Oh, der Torwartfehler! Schieß doch aufs Tor! Der Torwart ist nicht mal im Tor! Halt doch, nee. Yes! Ole! Jawohl! Alter! Bin hier schon halb eskaliert. Ich wollte mich noch zurückhalten. Ich hatte die Angst, dass es noch schlimmer kommt. Aber es kommt besser. Was für zwei, drei vergebene Chancen jetzt kurz vor Schluss. Und plötzlich, auf einmal, nach der Ecke. Zumindest der Ausgleich, 1 zu 1. Wir sind nochmal im Ballbesitz. 5 Sekunden gibt's noch. Aber Holstein Kiel hat den Ball, jetzt ist aus. 5 Minuten wären jetzt nicht schlecht, vielleicht wäre da noch was gegangen. Einmal haben wir wenigstens die Torhymne gehört. Einmal konnten wir wenigstens jubeln. Ich war nicht schlecht, muss man sagen. Es war wieder so eine typische Szene von dieses Tor mag ich, kann ich nicht halten. Es ist wirklich schwierig, meiner Meinung nach, so einen Ball zu halten, wenn er in die Mitte kommt, dass du rechtzeitig da bist, um den wirklich zu fangen. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe ja auch drei Bälle gefangen. Es war okay. Wir haben wieder ein Unentschieden. Zweimal ein Unentschieden in dieser Folge. Wir sind ein Platz nach oben und da sind ganz viele unter uns, die noch nur vier Spiele gemacht haben. Bochum, Magdeburg, ganz viele. Ja, aber wenn uns die beiden überholen, sind wir halt tatsächlich dann auf Platz 15 und das ist nicht geil. Was auch nicht geil ist, dass diese Folge jetzt schon zu Ende ist. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge rein. Vielleicht sind wir da ein bisschen erfolgreicher. Und wie gesagt, die letzte Folge nicht verpassen. Die war auch ganz lustig. Einfach mal reinschauen. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.